Zwei super Nasen tanken super. Ich kann euch diesen Film nur ans Herzen legen. Das ist für mich auch eine 1+. Das ist der zweite Teil von Die Super Nasen, den wir ja schon besprochen haben. Ich kann euch nur sagen, der Film ist mega lustig. Wenn ihr betrunken seid oder auf einer Disco nach Hause kommt oder ihr wollt einen Familientag machen, der Film ist ab 6 Jahre, könnt ihr nichts falsch machen, könnt ihr mit der ganzen Familie gucken. Zum Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, ihr lacht euch kringelig. Gibt es leider auch nur wieder in Deutsch, ist ab 6 Jahre, hat ein Bildformat auf der 4 zu 3, was schon so ein alter Schinken ist. Der spielt quasi auch nur in Deutschland, soweit ich das weiß. Ja. Und so ein bisschen, glaube ich, auch in Schweizerland. 90 Minuten geht der Film. Ja, es ist auch wieder ein Film von Dr. Dieter Pödel. Zwei super Nasen tanken super. Also, wie gesagt, der zweite Teil. Darsteller sind Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Simone Brandmann, Sonja Tuchmann, Jürgen von der Lippe spielt da mit, was auch sehr lustig ist. Hat gute Szenen. Jochen Busse hat lustige Szenen drin. Lois Key, Thea Gottschalk, Andreas Frikas, also Thea Gottschalk ist quasi von Thomas Gottschalk die Ehefrau, ne? Da waren die schon verheiratet scheinbar. Achim Guschke, Karl Spies, Buch von Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Kamera Franz X. Lederle. Also ein mega lustiger Film. Ich lese mal kurz vor, weil drinne ist nichts, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Einfache Produktion hier wieder. Zwei Nasen tanken super. Tommy und Mike gewinnen zwei neuartige Motorräder. Da muss man sich gerade vorstellen, die haben ja gerade den ersten Teil hinter sich, wo sie ja als Supernase, als Detektive durch die Gegend gezogen sind. Und dann stehen sie quasi, also der Film ist dann ja vorbei und dann würde es ja bei denen quasi weitergehen. Der Film schließt dann quasi so ein bisschen nahtlos an, der zweite Teil. Dann stehen sie schon im Stadtpark und haben noch diese Mäntel an aus dem ersten Teil und dann gucken sie die Zeitung an, welche Fälle sie wohl übernehmen könnten. Und da sagt Mike so, ja, was ich vor einer Stunde getrunken habe, das muss jetzt wieder raus, also er muss pinkeln gehen. Dann geht er erst in Stadtpark im Busch, da sind immer quasi Straßenpenner, die sagen, ey, ich pisse da auch nicht aufs Dach. Dann geht er auf die andere Seite und dann will er an der Hausmauer pinkeln, dann guckt er meine alte Oma aus dem Fenster, wo er dann auch nicht pinkeln gehen kann. Und dann kommt er wieder und sagt so, Thomas Gottschalk sagt dann so, was ist denn, was ist denn? Ja, ich muss pinkeln. Ich denke, du warst gerade. Nee, konnte ich nicht. Und dann müssen sie halt etwas anderes suchen. Und dann gehen sie halt in diese Ausstellung rein. Da drängeln sie sich quasi auch nur vor, nehmen auch ein Ehepaar quasi ihren Platz weg und die hätten eigentlich gewonnen. Thomas Gottschalk bezahlt dann ein Erwachsener ein Kind, weil Mike Krüger macht sie dann ganz klein. Damit kommen sie dann durch. Also sind nur lustige Szenen drin und spaßige Sprüche drauf. Also ähnlich wie Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ich kann, also ihr merkt schon, ich komme in den Stottern. Ich kann über diese Filme nur, echt nur schwer. Wir müsst euch die angucken. Wenn ihr Bud Spencer und Terence Hill Filme liebt, dann wird er diese Filme auch lieben. Die sind so toll gemacht. Ja, sieht mir das ein bisschen nach, dass ich ein bisschen schneller werde oder haspel oder nicht richtig aussprechen kann. Ich habe ja eine Wortfindungsstörung, wie ihr wisst. Ich hoffe, da macht ihr mir jetzt keinen Hehl von. Ja, wir haben von hinten hier super Szenen mit den ganzen hübschen Frauen, die da auch mitmachen. Das ist ein sehr toller Film gemacht worden. Auch die Ehefrau, wie gesagt, von Mike Krüger, von Thomas Gottschalk macht da mit. Tommy und Mike gewinnen zwei neuartige Motorräder, in deren gestohlene Diamanten im Werte von 6 Millionen versteckt sind. Also die Gangster sind quasi am Anfang des Films in ein Museum eingebrochen, beziehungsweise in so eine Ausstellung, wo mit Diamanten ausgestellt worden sind und haben die da quasi geklaut. Und machen die quasi, weil so Fake-Diamanten auf dem Motorrad drauf sind, die machen sie weg und machen die Originale ran, sodass keiner weiß, dass die da echte Diamanten dran haben. Und deswegen werden sie nachher von den Bösewichten in dem Film verfolgt. Das Nasenduo darf diese Fahrzeuge behalten, wenn sie für eine große Hamburger Kette auf Werbefahrt gehen. Klar, dass die Diebe ihre Beute wiederhaben wollen und das bedeutet Ärger für die beiden liebenswerten Knalltüten und viel Spaß, wenn der Maharaja von Bangalore zum Lebzeiten geahnt hätte, dass seine kostbaren Tigeraugen von den Supernasen als Liebespfand verschenkt werden, kann man davon ausgehen, dass er rechtzeitig sein Testament geändert hätte. Ja, also wir haben hier einmal hier die Dame, die ist dann nachher mit Thomas Gottschalk da am Rumtorteln. Ich weiß da auch nicht, warum sie nicht da seine Frau genommen haben. Ja, das verstehe ich da nicht. Naja, gut.
Und da jetzt jemand nahe treten zu wollen, ich finde die Frau auch hübscher. Aber ist das ein anderes Ding, ist Geschmackssache. So, jedenfalls, und hier oben die Blonde, das ist der McCrüger, seine Torte. Er sagt da ja auch Torte zu, deswegen darf ich jetzt auch mal einfach Torte sagen. Torte ist ja nur ein liebevoller Ausdruck für eine hübsche Frau, für seine Freundin. Das war ja früher in den 80er Jahren so, oder in den 90ern, dass man das noch sagen durfte. Heute darf man ja schon bald nichts mehr sagen. Aber Torte ist eigentlich kein negativer Begriff und auch keine Beleidigung in dem eigentlichen Sinne. Ist eigentlich ein Liebeswort für seine Freundin. Das ist genauso wie Hasi, Mausi, Schatzi, aber heute darfst du ja nichts mehr sagen, ohne anzuecken. Ja, wie gesagt, ein Film ab 6 Jahre. Sie arbeitet hier quasi im Zoo, beziehungsweise das ist ein Zirkus. Und dann müssen sie, weil er die verschenkt hat, die Gangster sind auf den Fersen und bedrohen die halt, müssen die halt die Diamanten zurückholen. Da müssen die zum Beispiel in den Zoo rein. Und da stellt Thomas Gottschall fest, obwohl sie vorher eine Liebesnacht miteinander hatten, die hat eigentlich einen Freund, die ist eigentlich fest versprochen. Und dann kann er sie aber quasi bezirzen, so dass sie dann doch für ihn ist und dass das seine Freundin ist. Und dann fragt er dann, wo ist denn der Diamant? Und dann sagt sie, ja, der hat es bei ihrem Bühnenauftritt, hat sie den mal als Bauchnabel-Piercing quasi. So, und dann wartet er, bis der Auftritt ist. Und ja, ihr Freund ist wohl dahinter gekommen, dass Thomas Kutscher was mit seiner Freundin hatte. Und er kann vorher noch den Bauchnabel da, den Diamanten entfernen, aber er wird halt auf die Bühne gezogen und der macht mit ihnen ein Messerwurfspiel, wo er quasi ja an so ein Rad festgemacht hat, er wird gedreht im Zirkus und dann schmeißt der andere immer mit echten Messern. Und dann ist, als Thomas Kutscher runterkommt, er fix und fertig. Und Mike Krüger, ja, das sind auch so lustige Szenen. Seine Freundin ist Krankenschwester in einem Krankenhaus. Und an der Pforte werden sie abgefertigt, dass sie noch nicht rein dürfen, weil noch keine Sprechzeit wäre. Die haben aber nicht die Zeit zu warten. Dann vertuschen sich da rein ja, in der Verkleidung von Ärzten. Und da spielen sie ihre Rolle. Und dann geht Mike Krüger in so eine Visite mit rein. Und der Arzt fragt ihn dann, ja, also quasi, als wenn er Assistenzarzt wäre, was wissen Sie denn über den Patienten? Und der liegt dann da in seinen, ja, Arm und Beine sind vergipst und er liegt da an Seilen dran. Und er sollte eigentlich noch was zu sagen. Aber während des Redens, weil er so nervös ist, fässt er ihn an, sodass die ganzen Seile dem Mann, der quasi schwer krank ist, also ich habe auch keine Krankheit gesehen, wo man sowas macht, aber in dem Film muss das wohl so sein, wenn es lustig ist, sich dann so bewegt wie so eine Marionette und der schreit natürlich vor Schmerzen. Am Ende bricht sogar das Bett noch halb zusammen, das heißt fast, dass es zusammenklappt. Und dann sagt der Chefarzt, wer hat Ihnen eigentlich einen Numerus Clausus gegeben? Wen suchen Sie eigentlich? Ja, Schwester Brigitte. Ja, die ist ja gar nicht hier. Gehen Sie raus. So, und Thomas Gottschalk, der findet die dann nachher und dann fragt sie natürlich, ja, und wo ist Mike nicht mitgekommen? Doch, doch, sagt er, der war eben noch hier. Und dann sagt und dann Mike Krüger so, ja, ich musste die Rolle tauschen, das ist hier aufgeflogen. Dann hat er quasi Patient gespielt und dann liegt er dann da auf der Liege und dann haben die Ärzte aber gedacht, dass den sie operieren wollen, nehmen den quasi mit und wollen ihn gerade schneiden. Seine Freundin von Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die gehen quasi in den Bereich, wo man zugucken kann bei der Operation. Und dann wollen die gerade schneiden und haben den schon so ein bisschen Narkose mit denen gemacht, mit dem Mike Krüger. Und dann wollte Thomas Gottschalk gerade reingehen, um das zu verhindern, dass sie ihn aufschneiden. Und dann sagt die Schwester so, nee, nee, warte mal eine Minute, denn ist 12 Uhr. Wieso, was ist denn um 12 Uhr? Dann ist Mittag, dann hören die Ärzte auf. So. Und dann legen sie alles weg und reden darüber, was sie denn am liebsten für Organe essen wollen. Das Herz, was war so gestern so kostbar, also so lecker und die Leber, ach, jetzt geht ja durch den Magen. So reden die dann und hauen dann ab. Und dann können die beiden halt quasi in den Raum eingehen und Mike Krüger befreien. Und dann sagt Thomas Gottschalk so, guck mal, da auf dem Bauch, da haben sie schon ein Loch gemacht. Und dann sagt seine Freundin so, ach du Idiot, das ist doch der Bauchnabel. Ach so, sagt Thomas Gottschalk. Also das ist sehr, sehr lustig gemacht. Also ich lache da jedes Mal. Also das ist echt ein Kinderfilm. So, wenn ihr das guckt, dann müsst ihr echt beide Filme gucken. Ja? Die gehören nun mal zusammen. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gell?